Willkommen Leute zu einer neuen Runde Blackguards. Wir befinden uns gerade in Kapitel 3. Ja, und sind gerade so ein bisschen dabei, einige Questen abzuarbeiten. Wir haben die Monterreys besiegt, um für Niam Rache zu nehmen. Wir waren bei den Sklavenhändlern und haben uns dann entschieden, uns auf die Seite der Waldmenschen zu stellen, anstatt die Sklavenjäger gegen diese zu verteidigen. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz mit euch nochmal ins Questlog reingucken. Laufende Questen. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles noch zu erledigen? Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir diese Questen erledigt haben und den Rest hier in diesem Gebiet hier um Mengbilla abgeklappert haben, dass das dann auch das Ende von Kapitel 3 sein könnte. So, also, unsere Hauptqueste ist die Alchemistin. Wir suchen die Alchemistin Miramis in ihrem Labor in Osara auf und da werden wir auch demnächst definitiv hingehen. Im Chorspieß müssen wir Teile von einer verschwundenen Waffe suchen, und zwar 9 Stück, und wir haben bisher 3 gefunden. Die Waffe heißt Adalassa. Karibis, da müssen wir ein Buch erwerben. Da können wir jetzt gleich mal, weil wir ja gerade im Alchemistenviertel sind, gleich mal danach fragen. Die alte Schachtel, da müssen wir hier oben nach Teneran und ein Geschenk holen. Das Bettlermädchen, da müssen wir mit Immaculo über Kaidres Mädchen sprechen. Das ist hier in Immaculos Haus. Ja, wir sollen nochmal mit Tulefa sprechen, weil das irgendwie mit der Arena was zu tun hat. Das können wir auch jetzt gleich machen. Der größte Schatz von Sulak, da müssen wir irgendwie den Schatz von Sulak finden. Da haben wir bisher noch gar keine Hinweise. Und bei Pilgerpfade müssen wir die Schreine der Göttin, der 6 Göttinnen finden. Da haben wir bisher erst einen gefunden, den Hesinde-Schrein. Gut, dann werden wir jetzt definitiv erstmal nach dem Buch fragen und hier nochmal mit Tulefa sprechen. Dann fragen wir am besten gleich mal hier Menchal Aktaran. Unglaublich. Eine unglaubliche Frechheit. Das ist ein Problem? Das kann man wohl sagen. Ich werde verleumdet. Dieser Tischler Chiego versucht, mir einen schlechten Ruf anzuhängen. Oh, ob das nicht vielleicht wieder eine neue Nebenquest sein könnte? Wir bieten mal unsere Hilfe an. Wir könnten ihm beibringen, dass sich so etwas nicht gehört. So? Die Idee klingt verlockend. Leider ist das nicht so einfach. Chiego genießt einen sehr guten Ruf in der Stadt. Aber wenn ihr mir helfen wollt, könntet ihr euch in der Nacht in seinem Haus umsehen. Ich bin sicher, dass ihr in einer seiner Kisten ein verbotenes Gift finden werdet. Was macht euch so sicher? Bei Alvaran. Muss ich noch deutlicher werden? Weil jemand es natürlich dort platzieren wird. Mit jemand meine ich euch. Für ein großzügiges Entgelt, versteht sich. Die Stadtwache wird das Gift dann finden und Chiego verhaften. Tja, ob wir das wirklich machen wollen, muss man nochmal drüber nachdenken. Jetzt fragen wir erstmal nach dem Buch. Wir suchen ein Buch mit dem Titel Alemazin. Könnt ihr uns da weiterhelfen? Ihr habt einen guten Geschmack. Ich besitze dieses Buch tatsächlich. Allerdings müsst ihr verstehen, dass ich es euch nicht umsonst überlassen kann. Wie viel? 300 Goldstücke. Puh. Das ist viel zu viel, ja. Auf keinen Fall. Das ist viel zu viel. Jawohl. Tja, da Bis werden später. Wir vielleicht doch nochmal nachdenken müssen. Und vielleicht doch in die Halle der Alchemisten eindringen, um das Gift dort zu platzieren. Gucken wir mal kurz ins Questlog. Erwerbt das Buch Al-Amazin. Ja, da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als uns da vielleicht dann doch hier bei der Schwätzer Siliego das Gift unterzujubeln, um dann vielleicht das Buch zu bekommen. Das werden wir wohl machen müssen. Ah, wir könnten auch hier einbrechen, um das Buch zu stehlen. Nee, das machen wir nicht. So, wo finden wir denn jetzt diesen Siliego? Schmuggelt dem Tischler. Aber wo ist das? Hier ist das offensichtlich nicht. Gucken wir mal in den anderen Stadtvierteln, ob wir da was finden.
Also hier finden wir auch keinen Tischler. Da ist die Händlerin hier, ne? Ja, die Tischlerei. Da schleichen wir uns jetzt mal rein. Also dann, verhaltet euch unauffällig. Gefällt mir nicht. Habt ihr euch verirrt? Wir... Einbrecher! Helft mir! Ah, oh. Er hat die Tür zugeknallt, dann sind die Kisten umgefallen. Und hier sind irgendwie Schläge am Werke, die er wahrscheinlich gleich aktivieren wird. Hier ist eine Glocke. Schauen wir mal, kann man... Ja, hier sind verschiedene Hebel. Tja, vielleicht, wenn man diese Hebel zieht, werden die hier freigelassen. Könnte ich mir vorstellen. Ah, seine Waffe ist vergiftet. Na gut. Ja, hier kommen wir nicht durch. Wir könnten hier was zerschlagen, ne? Das machen wir doch einfach mal. Zerschlagen. Oh ne, den Tisch wollte ich gar nicht zerschlagen. Ich wollte diese... naja, gut. Dann soll sie auch mal den Tisch zerschlagen. Und der Zwerg könnte hier mal diese Kiste da zerschlagen. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann unser Zurbaran läuft mal dem Zwerg hinterher. Kommt da leider nicht durch. Und der Gan läuft mal hier hinterher. Was ist das? Ein Waffenversteck? Seit wann arbeiten Tischler mit Dolchen und Schwertern? Ich sehe schon. Aus der Nummer kommen wir nicht unbeschadet raus. So, jetzt holt er seine Kumpanen wahrscheinlich, oder? So, dann versuchen wir mal hier dieses Fass. Ja, das, so wollte ich das eigentlich von Anfang an schon machen. Und hier ist irgendwie ein Schalter oder so. Traue ich mich aber nicht... Oh, da ist eine Falle. Ah, hätten wir vielleicht doch... Ah, hier ist auch nochmal eine Falle. Jetzt ist es schon zu spät, ne? Jetzt können wir nochmal Sinnenschärfe machen. Sie ist ja auch nicht so schlecht in Sinnenschärfe. Da ist auch eine Falle. Der Zwerg steht auch in der Falle drin. Hat die ihn irgendwie auch getroffen? Ich habe nichts gemerkt. Tja, dann laufen wir mal... Achso, das ist ja an sich eigentlich fast egal, wie wir laufen. Aber ich möchte ungern durch die Falle laufen. Dann laufen wir mal hierher. Wir haben es ja nicht nötig, durch die Falle hier zu laufen. Wir haben ja Zeit. Ich meine, er wird das eh hier aktivieren, bevor wir bei ihm sind. Und jetzt kommt hier auch noch irgendwelche Giftströme kommen hier raus, wie das so ausschaut, ne? Hier ist auch eine Tür. Aber die können wir wahrscheinlich nur öffnen, wenn wir diesen Hebel hier betätigen. Na gut, also jetzt ist erstmal hier unser der Karte dran. Der läuft mal hierher. Ich bin vergiftet. Oh. Haha. Theaterkarte. Das war jetzt nicht so gut. Dann können wir auch gleich da drauf laufen. Jetzt ist es auch schon durch. Aha. Okay, dann... ist auch klar, was da passiert. Jetzt raucht und dampft hier alles. Irgendwie kommen wir hier gar nicht durch. Tja. Ja, irgendwie bin ich jetzt... Wo gehen wir denn? Jetzt gehen wir mal hier runter. Das sind alle vergiftet. Okay, den Hexenspeichel. Haben wir irgendwas Neues gelernt? Ich dachte schon, oder haben wir nicht den Hexenspeichel 3 gelernt? Genau. Den bauen wir uns mal hier ein. Nee, das war die Hexengalle. Hexenspeichel 3 ist hier. Da haben wir den Zweier bei der Raserei. Ergänzen wir das mal. Ich glaube, das ist einfach nur, dass es länger hält, glaube ich. Und da haben wir auch den Zweier gelernt bei Corpo Fesso. Können wir auch mal hier oben einbauen. Okay. So. Aber was ich eigentlich schauen wollte, ist, kann sie Gifte heilen? Ja. Oh, es ist hier alles richtig zugegiftet. Eieieiei. Tja, ist die Frage, können wir da hinten durch? Oder können wir da hinten nicht durch? Man sieht es nicht so wirklich, was hier ist. Ne? Hier ist eine Tür.
Ich glaube, die kann ich nicht so einfach aufmachen. Nee, ich könnte die höchstens über den Hebel. Das könnte nützlich sein. Das heißt, einer von uns muss hier durch, muss die Tür aufmachen. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Das sollte die Person wahrscheinlich sein, die am besten mit giften kann. Und das ist definitiv wahrscheinlich unsere Hexe oder Derge. Und unsere Hexe steht jetzt hier schon am nähersten dran. Die Frage ist, ich habe Angst, hier drüber zu laufen, weil dann verbrenne ich mich ja wieder. Pass auf, wir machen es voll. Oh nee, da war noch eine Falle. Also irgendwie stolpern wir hier von einer Falle in die nächste. Sie wird sich jetzt erstmal selber entgiften. Haben wir da noch genug? Warte mal, hat sie überhaupt Stufe 1 Gift? Nee, das ist ein Gift der Stufe 3. Ja, dann war es das sowieso mit dem Entgiften durch die Hexe. Aber ich glaube, sie hat eh nicht mehr genug Bewegungspunkte, um sich hier irgendwie mit dem Zauber zu heilen, oder? Doch? Doch, hat sie. Okay. Dann muss Dergan hier ran. Da ist erstmal der Zwerg. Der Zwerg läuft einfach mal hierher und macht die Tür auf. Das hilft ja nichts. Wir müssen da jetzt durch, wir müssen diese Tür da hinten öffnen. Da muss es der Zwerg machen. Der hat ja noch super viele Lebenspunkte. Gut. Und dann sollte jetzt erstmal Dergan drankommen. Er wartet. Jetzt muss man aufpassen, dass wir hier nicht in die Fallen laufen. Okay, und Dergan kann jetzt mal versuchen, ein Clarum Purum. Haben wir den? Ne, den haben wir hier nicht, ne? Ein Clarum Purum zu sprechen. Hier. Ah, ne, Stufe 2 geht auch nur bis Gifte der Stufe 1. Ne, 1 und 2. Ja, das reicht leider nicht. Wir haben Gift der Stufe 3. Karte auch? Ja. Giftschaden für den ganzen Kampf. Das ist natürlich bitter. Aber wir können zumindest über Balsam Takate heilen. Was geschieht mit mir? Ich hoffe, dieses Gift bleibt jetzt hier in diesem Raum. Das werden wir gleich mal feststellen. Tja, dann laufen wir mal mit unserem zweiten Zauberer dahinter. Oh nein, was ist denn jetzt passiert? War da noch eine Falle? Das kann sein, dass da noch eine Falle gewesen ist. Naja, gut. Wir laufen mal dahinter. Bleib mal hier stehen. Oh, ich bin vergiftet. So. Okay, er schlägt jetzt hier irgendwie eine Glocke an. Aber die sind doch schon aktiviert. Die sind ja schon wach. Die schlafen ja nicht. Gut, das ist erstmal, sollte erstmal unser Zwerg dran sein. Takate läuft. Das sind wahrscheinlich immer noch Fallen hier. Wir kommen hier nicht anders durch. Wir könnten den Tisch natürlich irgendwie benutzen. Aber diesen Schwebebalken hier können wir zum Beispiel nicht benutzen. Dann laufen wir am besten hier hinten durch, auch wenn wir hier nochmal diese Falle reinlaufen. Aber es ist immer noch besser, wie durch diese Fallen hier durchzulaufen, glaube ich. So. Dann unsere Hexe. Ja, ich glaube, wenn wir hier drauf steigen, weiß ich nicht, ob da nochmal Feuer rauskommt. Ich würde es jetzt erstmal nicht ausprobieren. Wir warten erstmal. Und lassen erstmal den Zwerg hier durchlaufen. Und hoffen, dass hier keine Fallen sind. Puh. Na, ich hoffe, der Zwerg schafft das jetzt noch rechtzeitig. Was machen die? Ach, die bewaffnen sich jetzt hier. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Dass es doch so ein schwieriger Kampf wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Unser Magier. Kann er von hier aus? Nee, er kann von hier aus gar nichts. Kann nur Takate heilen. Das ist aber doch sicherlich auch nicht das Verkehrteste. Machen wir mal hier einen Doppelbalsam. Ich glaube, er hat inzwischen auch den Dreifachbalsam gelernt. Hat der Dreifachbalsam heilende Giftwirkung? Nein. Da machen wir hier mal ein Doppel auf unsere Hexe. Danke. Aber wir hätten vielleicht aus dem Weg gehen sollen. Naja, ist wurscht. Das war gut. So. Okay, der zerschmettert hier aus Wut die Kiste. So, unsere Hexe. Wie rum läuft die denn jetzt? Sie ist ja eh schon vergiftet. Wir laufen einfach mal hier durch. Okay, habe ich mir schon gedacht, genau. Und dann bleibt sie hier stehen. Ich bin vergiftet. Gut, jetzt muss der Zwerg nur zu dem Hebel kommen. Jetzt hat er sich noch eine zweite Waffe genommen, unser Gegner. So, Takate. Takate wartet. Der Zwerg muss erstmal die Tür aufmachen. Genauso wie die Hexe. So, jetzt ist der Zwerg dran. Ja, verdammt. Ich sehe gerade,
wir schaffen es nicht in derselben Runde. Und ich befürchte fast, unser Zwerg überlebt die nächste Runde nicht mit nur noch 10 Lebenspunkten. Aber wir probieren es trotzdem. Wir laufen jetzt mal hierher. Und... ne, wir haben nicht mehr genug. Ja, das habe ich befürchtet. Aber vielleicht können wir zumindest einen Heiltrank trinken. Aber wir haben nichts dabei. Dann hätten wir ihn vielleicht nochmal ausstatten sollen. Na gut, jetzt ist es so. Gut, kann er hier durch die Tür unseren Zwerg heilen? Das wäre doch mal eine interessante Frage. Nee, kann er nicht. Ich traue mich nicht, hier drauf zu steigen, weil ich habe Angst, dass hier auch nochmal so ein Ding versteckt ist, was dann hier ein riesengroßes, ganz schreckliches Feuer auslöst. Was könnten wir machen? Der Zwerg bräuchte Hilfe. Das geht aber nicht. Takate und die Hexe sind im Moment... ja, dann bleibt er einfach mal hier stehen. Alles andere macht keinen Sinn. Okay, die blockieren sich hier an der Tür glücklicherweise gegenseitig. Dann läuft Dergan mal hierher. Oh, Mist. Okay, das ist wahrscheinlich auch Giftstufe 3, oder? Ja. Nee, das bringt alles nichts. Wir könnten uns einen Armatrutz geben. Das wäre natürlich noch eine Idee. Das hätte natürlich Zuberat auch machen können. So, jetzt muss natürlich unser Zwerg drankommen. Ganz wichtig. So, Takate ist nochmal dran. Der läuft dann mal... ist da auch eine Falle? Das sieht man irgendwie nicht. Ah nee, da ist Feuer. Okay. Der läuft mal hierher, unser Takate, und bleibt mal hier stehen. So. Jetzt ist noch die Hexe dran. Die könnte eventuell... naja, gut. Sinnenschärfe bringt uns nicht viel. Sie könnte vielleicht nochmal Takate heilen, oder? Nee, das ist auch irgendwie... obwohl, naja, warum nicht? Magieresistenz bringt sie auch. Feuerresistenz bringt es auch. Wenn wir den Zweier nehmen, nehmen wir den Zweier auf den Takate. Da hat er Magieresistenz und Feuerresistenz. Hilft ja auch ein bisschen was. So. Okay, unser Zwerg lebt noch. Das ist gut, er kann die Tür jetzt aufmachen. Hoffentlich, hoffentlich. Takate wartet. Aurelia wartet. So, jetzt ist unser Zwerg dran. Bitte mach die Tür auf. Sehr gut. So, und jetzt habe ich die Befürchtung, wenn wir jetzt hier draufsteigen, dann werden wir alle in Flammen aufgehen. Wir werden jetzt als Zurbaran erstmal unseren Zwerg heilen. Hat unser Zwerg auch Giftstufe 3? Ne, er hat nur Giftstufe 1. Das könnten wir tatsächlich mit dem Clarum Purum heilen. Das machen wir jetzt mal. Unser Zwerg steht ja wunderbar. Da kann ja nur eine Person durch. Lass das, ich brauche das nicht. Er kann nur von zwei Gegnern angegriffen werden. Aber gut, wenn der von hier unten kommt, ist uns das auch recht. Dann werden wir mal mit unserem... ja, wir werden jetzt mal nicht da durch die Tür laufen. Das ist mir zu gefährlich. Ich habe Angst, dass ich da noch zusätzlich irgendwas aktiviere. Wir stellen uns mal hierher. Und unsere Zauberer können ja durch die Tür eventuell durchzaubern. Die Hexe geht mal hierher. Können wir denn vielleicht irgendwie... ja, genau. Wir können hier einen Hexengalle sprechen. So, wir müssen nur aufpassen, dass unser Zwerg aktiv bleibt. Das ist ganz wichtig. Na, falls der hier durchlaufen will, bleiben wir hier mal stehen. Dann ist sie nochmal dran. Sie wird vielleicht nochmal unseren Zwerg heilen. Man verzaubert keinen Zwerg. Ja, Ausnahme. Dann einen Wuchtschlag vielleicht. 95% auf ihn. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Vernünftiges... nein, aber ein dreifach Ignifaxius könnten wir hier wirken. Das hat sich doch schon mal gelohnt. 10 Lebenspunkte hat er noch. Das bedeutet, wir könnten hier mit Doppel-Fulminictus... nee, das geht nur auf den Gegner da hinten. Der hat noch 12. Ja, dann nur auf den. Jetzt hat er noch 9. Aha, er läuft hier durch das Gift durch. Ist aber offensichtlich immun. Wahrscheinlich... hat er so ein
Gegengift genommen oder sowas. Takate wartet auf ihn hier. Ich bin vergiftet. Aha, er heilt sich, gut. Oder nicht gut, aber ist eben so. Takate wartet hier auf den Gegner, wenn er hier so durchkommt. So, wie schaut es denn mit unseren Lebenspunkten aus? Aurelia ist, glaube ich, die Schwächste. Sie könnte sich selber heilen, aber dafür braucht sie, glaube ich, noch zwei Astralpunkte. Gut, dann steht sie, bleibt sie einfach mal hier stehen. Unser Zerg macht nochmal einen Wuchtschlag. Der hat noch drei Lebenspunkte. Na, da kann man auch einen normalen Schlag machen. Sehr gut. Der Gegner kommt hier unten wahrscheinlich dann zu Takate. Dann unser Zurbaran könnte den Zwerg, der 42, ne, er braucht den Zwerg nicht unbedingt unterstützen, er könnte ihn mit einem Armatrutz nochmal unterstützen. Aber er hat schon Hexenspeichel. Unklarum Purum brauchen wir nicht unbedingt. Dann werden wir tatsächlich nochmal Ignifaxius sprechen, Doppel-Ignifaxius in dem Fall. Auf ihn hier, aha, gut. Okay, und Dergan, ein Dreifach. Wie hatte der noch? 24, ja. Ein Dreifach Fulminictus auf den Feind hier hinten. 19, das hat sich gelohnt. Der hat jetzt auch nur noch 5. Ja, Takate, dann kannst du jetzt mit einem Todesstoß hier zustechen. Wunderbar. Ich bin vergiftet. So, der hat nur noch 5 Lebenspunkte. Dann machen wir mal eine Finte auf ihn. Sehr gut, das hat sich erledigt. Ihr fehlt noch genau ein Astralpunkt zum Zaubern. Das heißt, sie setzt einmal aus. Der hat 33 und der hat 5. Dann machen wir einen normalen Schlag auf ihn. Sehr gut, dann haben wir nur, tatsächlich nur noch diesen einen Gegner. Der natürlich eventuell nochmal einen Heiltrank dabei hat und auch ein sehr guter Kämpfer ist. Aber das schaut doch trotzdem schon mal ganz anders aus mit nur noch einem Gegner. Wir könnten eventuell einen Korpsprofessor auf ihn sprechen. Warum nicht? Aber es misslingt. Dann vielleicht nochmal ein Fulminictus. Das geht leider nicht. Gut, dann setzt der Gang auch aus. Oh, ich bin vergiftet. Takate geht es noch ganz gut. Wir könnten jetzt versuchen, hier nochmal durchzukommen. Aber haben wir vorher schon gesehen, dass uns das ziemlich stark schadet. Deshalb, wir bleiben einfach hier stehen. So, unsere Elfe kann jetzt zaubern. Sie muss jetzt sich selber heilen. Unser Zwerg macht nochmal einen Wuchtschlag hier. Sehr gut, das hat sich gelohnt. Er hat nur noch 19 Lebenspunkte. Können wir hier nochmal einen Fulminictus wagen? Ja, das können wir. Das hat sich gelohnt. Jetzt hat er nur noch 12 Lebenspunkte. Der Gan muss sich selbst heilen. Gut. Jetzt trinkt er natürlich nochmal einen Heiltrank. Das ist natürlich schon ein bisschen übel. Ja, wir müssten tatsächlich eigentlich Takate jetzt ein bisschen mit in den Kampf reinbringen. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das? Hat er irgendwie... Er hat keine Verbesserung irgendwie vor Giftschaden, ne? Also hier unten durchlaufen, das ist nicht gut. Wir könnten höchstens hier einmal nach oben treten. Wir gehen jetzt mal hierher. Warum... Ach, das ist so eine Giftpfeile noch. Na gut, aber er ist ja eh vergiftet. Das sollte also keinen Schaden verursachen. Und dann machen wir nochmal einen Sinneschärfe. Naja, hier sind nur diese Dinger da. Und hier steht irgendwie so ein Teil. Ist das auch so ein Feuerteil? Ich denke mir schon. Ich glaube, mit Takate sinnvoll in den Kampf eindringen können wir nicht. Haben wir hier noch irgendwie einen Wurf? Ja, wir haben hier noch einen Wurfdolch. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Haha, ja super. 33, dann nochmal einen Wuchtschlag hier, unser Herzwerk. Na, wir warten einfach ab. Unsere Zauberer regenerieren sich ja auch. Natürlich sind die alle vergiftet, aber wir hoffen trotzdem, dass es... er kann leider nicht eingreifen. Gibt es irgendjemanden, den wir heilen müssen? Im Moment noch nicht unbedingt. Da können wir auch nochmal eine Runde warten. Oh, das war jetzt aber... Ah, okay. Jetzt ist Naurim... Definitiv, nein, das war jetzt, habe ich mich aus Versehen verklickt. Was macht er denn jetzt hier? Er schlägt jetzt irgendwelche, aus Wut irgendwelche Sachen.
Nauri müssen wir jetzt definitiv mit einem Clarum Purum helfen.